Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Wir sind jetzt in der Mission von San Juan unterwegs und versuchen hier einen Hinweis auf den Verbleib der Schatulle zu bekommen, die ja von dem guten Lopez damals bereits entwendet worden ist. Mal sehen. Hoffentlich haben wir bald Glück. Der Miracle Club, ein Flugblatt? Der Miracle Club. Trefft euch mit anderen, die euren Glauben, eure Hingabe und eure Abenteuerlust teilen. Schafft euch lebenslange Erinnerungen, indem ihr gemeinsam die Welt bereist. Das ist eine Gruppe christlicher Singles, die Pilgerstätten besucht. Ja, davon abgesehen, dieses Bild da links, das soll ein Flugblatt sein? Das ist doch eindeutig ein Tagebuch. Oder Notizbuch oder Notizzettel in einem kleinen Lederumschlag. Das ist doch kein Flyer. Ach Mann, ey. Was haben wir denn hier? Das scheint eine Herausforderung zu sein, oder? Ja, Flaggen hissen. Freigaberollen nahe der Mission durchschneiden und 5 Flaggen hissen. Dime qué pasó. Es obvio que la niña es culpable. No la proteja más. Solo la estás alterando más. No digas nada más. Bien. Ahora dinos la verdad. ¿Tomaste el dinero de este hombre? ¿Y uno qué pasó? Mi hija se le cayó la primera. Lo único que hice fue recogerla para entregársela. Pero ya tienes tu dinero, ¿no es así? Sí, pero solo porque yo la atrapé. Conozco a la chica y creo que dice la verdad. Como no se te perdió nada, propongo que todo termine aquí. Interessante kleine Nebenstories, die man hier quasi durch das Lauschen erfahren kann. Nett. Sind zugegebenermaßen jetzt nicht unbedingt notwendig für die Geschichte oder sonstige Sachen, aber trotzdem nett. Ne, die erfüllen den Ort so ein bisschen mit Leben. Finde ich gut. Schadensbeseitigung, ein wiederhergestelltes Dokument. Dieses offizielle Dokument wurde erst kürzlich vom Heiligen Stuhl herausgegeben. Angesichts der erheblichen Schäden, die die Mission durch ein ungewöhnlich heftiges und gänzlich unerwartetes vulkanisches Beben davongetragen hat, wurden Anfragen an jede spanisch sprechende Diözese geschickt, in denen sie gebeten werden, Missionare zu entsenden, um diese heilige Stätte wieder aufzubauen. Okay. Oh. Die Stadt hier. Ah, jetzt bin ich gerade in so einer Ecke angekommen, scheinbar, wo es langsam zu Ende geht. Ich habe jetzt echt gedacht, sie wird sich immer weiter in die eine Richtung erstrecken und ich komme nie ans Ende. Du hast einen tollen Bogen. Bist du Jägerin? Die Mission könnte eine brauchen. Seit kurz vor dem Erdbeben suchen uns Wölfe heim. Ich kann die Kinder keine Sekunde aus den Augen lassen. Erst gestern habe ich den da auf der Straße gesehen, wie er einem Wolf nachlief. Unglaublich, was? Er sagte, er wollte nur spielen. Er glaubte wohl, Wölfe wären zahm und würden Stöckchen zurückbringen. Okay, Schwarzmähnenwolf. Hui. So, was haben wir hier? Eine weitere Flagge. Oder, ja, genau, Flagge. Hallo, Zwillinge. Naja, zumindest von der Kleidung her, Zwillinge. Solo digo que si trabajaras en las reparaciones la mitad del tiempo que te la pasas buscando pretextos, este lugar ya estaría listo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que cabe todo el camino? No es buena idea. ¿Dónde se guardan las palas? Der Kinder sind so überdreht. Ich brauche eine Pause. Verrat's nicht den Schwestern. Ich könnte manchmal auch was Spirituelles vertragen. Aber die Mission erlaubt keinen Alkohol. Also muss ich meine wenigen Momente der Ruhe nutzen. Du gestattest? Und hier haben wir an diesem Ort ein Dokument über den Standort der Mission. Dieses Dokument beschreibt die Gründung der Mission.
Es gab damals 4 Sonnenfinsternisse in der Region. 1521, 1538, 1539 und 1543. Spanische Missionare berichteten, dass während jeder Finsternis eine Vision des Apostels Johannes an genau dieser Stelle erschienen war. Ihm zu Ehren wurde dort 1544 die Mission des heiligen Johannes erbaut. Aha. So. Bis hierhin scheint es sich noch einigermaßen leicht erkunden zu lassen. Ha! Wie Jonah da schon wartet. Moment, vorher gucken wir uns hier noch etwas genauer um. Uiuiui. Tagebuch des T. Serrano 12. 30. Dezember 1603. Lopez kehrte heute aus einem nahegelegenen Dorf zurück, begleitet von einer Gruppe, von der er sagt, sie würde ihm folgen und uns beim Bau unterstützen. Irgendwas an seinem Verhalten war merkwürdig. Ich führte es auf die lange Reise durch den Dschungel zurück, doch noch in dieser Nacht eröffnete er mir, was ihn wirklich beschäftigte. »Sie haben mich verfolgt«, flüsterte er, »die anderen.« Dann ging er fort, und ich verbrachte eine schlaflose Nacht damit, über sein Abgleiten in den Wahnsinn nachzudenken. Hm. Eieiei. Die haben was durchgemacht. So, nochmal die Karte aktualisiert. Ah, dort unten. Sehr schön. Gerade das Überlebensversteck ist wichtig. Okay. Was können wir hier sonst noch holen? Hm. Da hinten ist noch jemand, mit dem wir reden können. Hallöchen. Es scheint, als würde Gott uns alle paar Jahre eine Katastrophe schicken. Ich sehe, das Erdbeben hat große Schäden verursacht. Das kriegen wir schon wieder hin. Wir brauchen nur Zeit und Materialien. Leider ist eins davon ein wenig knapp. Und ja, ich weiß, das hier ist keine richtige Stadt, es ist eine Mission, dennoch. Es fühlt sich für mich gerade wie so eine kleine Stadt an. Es ist, naja. Klar, ich habe schon genug Städte besucht, die größer waren, aber dennoch. Also auch im Spiel. Na, Jonah? Wolltest du nicht ohne mich weiter? Oder wolltest du dich da nur einfach cool an die Wand lehnen? Ich habe langsam das Gefühl, es ist eher Letzteres als Ersteres. Hm. Der Friedhof. Ob hier auch noch was zu finden ist? Guten Tag. Jemand hat mal gesagt, wenn du eine Stadt kennenlernen willst, besuche ihre Friedhöfe. Keine Ahnung warum. Sind doch alle gleich. Einige sind vielleicht sauberer, mit geraden Reihen. Oder sie sind wie der hier, natürlicher und ungeplant. Hm. Na, zugegeben, wenn ich eine Stadt kennenlernen möchte, würde ich nicht unbedingt zuerst den Friedhof besuchen wollen. Hm. Klar, auf einigen Friedhöfen sind berühmte Persönlichkeiten begraben, aber dennoch. Sklavenhalsband. Ui. Diese Halsbänder wurden an Bord der Nostromo verwendet. Das Schiff brachte die gefangenen Einheimischen vermutlich nach Spanien, wo sie dann als Sklaven verkauft wurden. Hm. Oh. Ich frage mich, wie es hierher kommt. Okay. Bei Nostromo war das Detail, aber die Info, die dann dabei rauskam, ist einfach nur, ich frage mich, wie es hierher kommt. Hm. Das wirkt jetzt weniger wie eine Zusatzinfo, um ehrlich zu sein. Schon komisch. Sehr gut, eine weitere Archivarkarte. Genau das, was wir brauchen. Hallo! Oioioi. Da haben wir aber auch noch einiges übersehen, dort, wo wir bereits waren. Feine Karte. Zack. Spinnengift sichergestellt. So, was haben wir hier sonst noch? Nuestro maestro te tiene en alta estima, que no te niega nada,
y menos las bendiciones que te otorgó en su gran generosidad. Además, vela por ellos, para que jamás los volvamos a perder en nuestras vidas. Oh, San Juan sin pecado, recibe esta misión para la gloria de Jesús y María y para que siempre seas alabado. Te ruego que siembres en mí el más grande amor por Jesús y María. Concédeme de parte de nuestro Señor que mi corazón sea purificado de sentimientos mundanos. Hazme digno de estar siempre con Jesús como su discípulo fiel y con María como su hijo devoto, aquí en la tierra y por siempre en el cielo. Nuestro Maestro te tiene en tan alta estima que no te niega nada, y menos las bendiciones que te otorgó en su gran generosidad. Uy, uy, uy. Möget ihr Ruhe finden, seelischen Frieden. Sowohl die Begrabenen als auch die Hinterbliebenen. Nun denn, jetzt bin ich schon da an den Dokumenten vorbeigelaufen. Uff. Da oben? Wie jetzt? Wie geht denn das? Kann ich da etwa reinklettern? Ja, habe ich mir gedacht, dass das schon mal so nicht geht. Vielleicht hier rüber? Wie soll ich denn an diese Dokumente herankommen? Ich habe das Gefühl, das kann ich erst später in der Story machen. Das sieht aus wie ein Gebäude, das ich erst später betreten kann. Warum sonst sollte Jonah jetzt hier die ganze Zeit auf mich warten? Der wartet jetzt bestimmt gechillt hier, bis er seine Plot-Relevanz wiederkriegt. Na gut. Hier soll ja auch noch was in der Nähe sein. Haha, ich sehe es schon. Mission des heiligen Johannes, ein Bericht über die Mission. Dieses Dokument umreißt die Ziele und Werke der Mission des heiligen Johannes. Neben ihren persönlichen spirituellen Zielen und missionarischen Aufgaben ist es diesen Leuten eindeutig ein Anliegen, auch etwas zu den umliegenden Gemeinschaften beizutragen. Durch Bildung, Alphabetisierung, Gesundheitsversorgung und sogar Lebensmittelspenden. Mhm. Sehr engagiert hier. Schön. Dort, beim Brunnen. Auf Katastrophe auf Katastrophe. Dieses spanische Dokument ist faszinierend. Es schildert verschiedene Naturkatastrophen, von denen diese Gegend heimgesucht wurde. Eine Flut, ein durch Blitze verursachtes Feuer und ein vulkanisches Beben. Jedes Mal wurden die Gebäude an diesem Ort so schwer beschädigt, dass ihr Wiederaufbau erhebliche Mühen erforderte. Das kam eindeutig dadurch, dass damals auch die Schatulle entwendet wurde, denke ich mal. Kannst du mir mal helfen? Es ist kaputt. Oder das Messer. Moment mal. Die Lara? Lara Croft? Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich hab dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt... Naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke, mach ich. Ha, ja, jetzt müssen wir zur Bibliothek. Habe ich es mir doch gedacht. Missionsgeber entdeckt, Karte aktualisiert. Momentchen, die Bibliothek betreten. So. Klettern wir erstmal darüber, da wird bestimmt etwas sein.
irgendwas. Ah ja, genau. Dort komme ich jetzt zu dem Wolf. Können wir ja bei der Gelegenheit direkt mal machen. Und die Reliquie hier holen. Verblasste Schrift. Okay. Die Tinte ist weitgehend verblasst. Es ist schwierig, noch etwas zu entziffern. Wild, abscheulich, Verrat. Außerdem ist das kein Pergament. Dafür ist es zu dick. Es könnte Tierhaut sein. Oder vielleicht Menschenhaut? Okay. Das wäre heftig. So Necronomicon-mäßig. Einfach mal aus Menschenhaut gefertigt, weil gerade nichts anderes da war, oder was? Oh boy. Hi. Au. Nein. Oh. Nein, Dreck. Shit. Oh, ich habe vollkommen vergessen, dass ich erstens warten muss und zweitens, dass ein One-Hit-Kill ist. Dreck, verdammter. Na super. Bin ich jetzt etwa nicht mehr in der Lage? Wo ist das Schwarzkopfviech? Wow. Ah. Na toll. Das Schwarzkopfviech wurde jetzt wahrscheinlich gespeichert, aber ich kann es leider nicht mehr looten, weil ich gestorben bin. Na toll. Der hatte bestimmt gutes, spezielles Fell dabei oder so. Bin ich mir sicher. Ah, schade. Ich dachte, Lara klettert da dann durch. Nope. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Holen noch, was zu holen ist. Zum Beispiel lecker Gold. Und mehr auch nicht. Na gut. Für eine weitere Trophäe muss ich ja auch 5 seltene Tiere jagen. Ich weiß nicht, wie viele ich jetzt mittlerweile schon gejagt habe. Und wie viele ich noch jagen kann. Es scheint so, als ob die seltenen Tiere, die ich getötet habe, automatisch dann auch tot bleiben. Die bleiben dann sofort gespeichert. Okay, oi, ist doch ein bisschen größer hier, als ich dachte. Puh. Ich werde erstmal den oberen Weg erkunden. Hast du gesehen? Das war ein Kondor. Wunderbare Vögel. Ah, ich muss ihn verpasst haben. Einige Leute hier denken, sie sind ein gutes Omen. Dabei sind sie nur Vögel. Die Leute glauben gern, dass gute Dinge geschehen. Und das ist gut so, solange sie nicht ihre ganze Hoffnung darauf setzen. Mhm. Ah, Kondor. Okay. Ich sehe da hinten schon mal ein markantes Gebäude. Oh, nein! Das darf nicht wahr sein. Oh, ist das gemein. Einen anderen Weg scheint es dort nicht zu geben. Wo soll jetzt der Kondor sein? Da? Das finde ich ja jetzt schwer zu glauben. Hm. Momentchen mal. Ist der damit gemeint? Zählt er auch als seltenes Tier? Oh, eigentlich will ich ihn gar nicht töten, aber wenn er für die Trophäe zählt...
Nein. Das war jetzt schlecht. Oh. Voll schlecht. Erwischt. Er gibt tatsächlich eine Menge Erfahrungspunkte. Oh, 13 Federn. Holla die Waldfee. Also kann tatsächlich sein, dass er zum dass er als seltenes Tier zählt. Ich habe wohl vorerst keine andere Wahl, als es darauf ankommen zu lassen. Moment mal. Hier wird garantiert noch irgendetwas Besonderes passieren. Deswegen. Ich gehe erst einmal mehr in Richtung Bibliothek. Hole mir vor allen Dingen auch die Nebenmission hier ab. Sagtest du, jemand wird vermisst? Ja, Isabella, ein weiteres Mitglied der Feldstudie. Ich wollte heute nach dem ersten Beben zu ihr, aber ihr Zelt war leer. Du solltest Manu fragen. Er hat ihr wahrscheinlich gesagt, wo Eldorado liegt. Ich mein's ernst. Wir haben gestern gestritten. Heftig. Tut mir leid, Guillermo. Das wusste ich nicht. Red bitte weiter. Ihr habt gestritten? Ich will nicht neugierig sein, aber... Schon okay. Wir sind seit fast einem Jahr enge Freunde und ich glaube, wir beide wünschen uns mehr, aber keiner von uns hat das Thema angeschnitten. Isa und Sarah geraten oft aneinander. Tut mir leid, Sarah, aber es stimmt. Weil Sarah will, dass das Team auf dem Boden bleibt, während Isa auf Folklore und versteckte Tempel steht. Ich stehe dabei meistens in der Mitte. Folklore hat immer einen Ursprung. Selbst wenn das meiste erfunden ist, steckt auch ein Körnchen Wahrheit darin. Das ist auch Isas Standpunkt. Jedenfalls lebt hier ein blinder alter Mann namens Manu, der viele solcher Geschichten kennt. Er hat sie überzeugt, dass es hier eine geheime Krypta gibt. Und sie wollte gestern, dass ich mit ihr danach suche. Ich sagte nein und es kam zum Streit. Am Ende nannte sie mich einen engstirnigen Feigling. Und ich sie ein dummes Kind. Und dann lief sie weg. Ja, um es uns Schwarzsehern mal richtig zu zeigen. Heute Morgen hörte ich, sie hätte letzte Nacht auf dem Friedhof randaliert. Da fing ich an, sie zu suchen. Als ich sie nicht fand und niemand etwas wusste, machte ich mir Sorgen. Was ist, wenn sie die Krypta gesucht hat und ihr was passiert ist? Das würde ich mir nie verzeihen. Also gut, du bleibst hier. Falls es etwas Neues gibt oder sie zurückkommt, dann weißt du Bescheid. Ich suche nach Isabella. Ich fange auf dem Friedhof an. Das würdest du tun? Ganz ehrlich, mich interessiert die Gruft genauso wie sie. Hui, okay. Das hier führt theoretisch auch in das Gebiet, okay. Den Weg würde ich aber auch gerne nochmal zum Teil erkunden. Ah, Basislager, Halleluja. Ich bin froh, dass Jonah noch lebt. Er findet so leicht Freunde. Ich wäre vermutlich zur Mission gelaufen. Aber Jonah, er fragt Abby einfach, ob sie uns herbringt, und sie sagt ja. Ich hoffe, wir sind am richtigen Ort und finden die Schatulle vor Trinity. Das Erdbeben hat letzte Nacht die Ölanlage getroffen. Und jetzt ist da ein Vulkan. Bricht dort die nächste Katastrophe aus? Wir müssen das alles beenden, bevor diese Stadt wie Cozumel endet. Effekte von Furchtpfeilen halten länger an. Ha. Na, ich gehe erstmal weiter auf den grünen Zweig. Betäubung der Boa. Das hole ich mir als nächstes. Drücken Sie Steuerkreuz, um die Schrotflinte zu wählen. Halten Sie R1, um Erschütterungspatronen herzustellen. Benötigt Schwarzpulver, Schwarzpulver und Bergungsgut. Betäubt Feinde. So. Das zum einen. Zum anderen ins Inventar gehen. 6 Himmelsbogen. Den habe ich gerade ausgerüstet. Bogen des Fuchsbands. Der ist doch gut. Alles andere, ja, könnte mit Upgrades gut werden. Aber da verlasse ich mich erstmal nicht drauf. Geräuschloser Stich. Schallgedämpfte Pistole für leisere Kills. Aufsätze 1 von 2. Leuchtmunition. Hm.
Okay. Hier ein Gewehr oder das Gewehr? Damit habe ich schon alle Upgrades. Oh, beziehungsweise da sind keine Upgrades mit verfügbar. Ihr unterdrückter Beschuss verpasst einem Feind eine tödliche Bleivergiftung, ohne dass es jemand merkt. So, und bei den Schrotflinten? Eine schallgedämpfte Schrotflinte. Leg sie um. Krass. Mit maximalem Schaden, guter Präzision, ordentlicher Feuerrate. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Okay, die behalte ich. Dann passt das ja. Verursacht mit hoher Geschwindigkeit Schaden. Da könnte ich jetzt zum Beispiel die ganzen Upgrades machen. Dann könnte ich meine ganzen Ressourcen wenigstens ein bisschen nutzen. So. Ich meine, Ressourcen haben wir ja eh wie blöde. So, da können wir sie auch genauso gut nutzen. Und jetzt ist diese Schrotflinte auch nicht wirklich besser. Feuerrate und Nachladetempo sind besser, aber... Naja. So, die schallgedämpfte Pistole wäre eine Möglichkeit. Damit sind wahrscheinlich die drei Kopfschüsse in 3 Sekunden etwas leichter. So. Ich würde sagen, das waren erstmal genug Upgrades. Dann schauen wir noch weiter. Guten Tag, der Herr. Psst, hast du das gehört? Ich höre nichts. Genau. Er muss hier sein. Er? Der Kaiserin-Jaguar. Sobald er kommt, verstummen alle anderen Tiere. Wir machen ihn besser nicht auf uns aufmerksam, ja? Richtig. Sollten wir dann nicht auch leise sein? Eigentlich schon. Oh, Kaiserin-Jaguar. Ich habe das Gefühl, in das Gebiet werde ich sowieso noch hingehen müssen. Ich habe das Gefühl, storymäßig müssen wir da über kurz oder lang doch noch hin. Deshalb ignoriere ich es erst einmal. Hallo. Oioioioi, da auch noch. Puh. Ich habe hier noch einiges zu entdecken. Da bin ich mal gespannt. Lara, hast du schon was gefunden? Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Er wartet ja auch schon eine ganze Weile lang geduldig. Da ist immer noch genau dort, wo wir ihn zurückgelassen haben. Ganz lässig, an die Wand gelehnt. Ach, da bist du ja, Lara. Ich hab dich gar nicht gesehen. Hier ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. So, Dölle. Dann können wir jetzt auch an die Dokumente da drinnen rankommen und da hinten ist... Ach so, nee. Ist nicht eine weitere Nebenmission, da ist das nächste Ziel für die Nebenmission, die wir bereits angenommen haben. Gib mir Bescheid, wenn wir gehen können. Ja, ja, kleinen Moment noch. Guten Tag. Ich eine Hexe. Man stelle sich vor. Wie bitte? Ich bin eine Kräuterkundige, von der Schulmedizin sträflich verkannt. Und die Oma dieses Kindes war Routengängerin. Die Leute ignorieren Dinge direkt vor ihrer Nase. Manche Menschen haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen. Ha, du klingst wie Isa. Isabella, die Archäologin? Du kennst sie?
kluges Mädchen, gute Forscherin. Und sie gibt zu, dass es Dinge gibt, die sie nicht weiß. Sie hat das Kreuz zerbrochen, indem sie raufgeklettert ist. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Ich wollte sie aufhalten, aber sie war ziemlich wütend. Wütend und traurig gleichzeitig. Weißt du, wo sie jetzt ist? Ich suche nach ihr. Leider nein. Nach dem Kreuz ist sie weggelaufen. Aber ich habe nicht gesehen, wohin. In ihrem Zustand wollte ich mich lieber gar nicht erst mit ihr anlegen. Tut mir leid. Schon okay. Du hast mir mehr Informationen gegeben, als ich hatte. Brauchst du Hilfe mit diesem Kreuz? Ja, aber erst müssen die Kinder von hier weg. Es ist nicht sicher, wenn sie herumlaufen, während wir arbeiten. Der blinde Gauner hat ihre Köpfe mit Schätzen gefüllt. Und sie glauben, ich will sie stehlen. Ich rede mit ihnen. Oh je. Mit Kindern reden und argumentieren, das wird ja lustig. Hey, geh weg von hier. Das ist unser Schatz. Es ist schon recht spät. Wollt ihr die Jagd nicht lieber auf morgen verschieben? Nein. Wir gehen erst, wenn wir ihn finden. Wir schlafen hier, falls nötig. Oh, hoffentlich kommt es nicht dazu. Kann ich euch denn irgendwie helfen? Nein, wie gesagt, du bekommst unseren Schatz nicht. Manu sagt, was wir finden, gehört uns. Das ist schade. Die Schwestern sagen, dass ihr sonst immer alles teilt. Und ich weiß sehr viel über die Schatzsuche. Du kennst die Schwestern? Sie könnte uns verraten. Ich sag nichts, wenn ihr nichts sagt. Ich hab auch ein Geheimnis. Ich bin die Abenteurerin Lara Croft. Oh. Wir sagen nichts. Du kannst uns helfen. Wenn du den Schatz findest, teilen wir ihn. Also abgemacht. Was braucht ihr? Manu sagt, wir müssen ein Rätsel lösen, um den Schatz zu finden. Bist du gut in Rätseln? Tin, ich höre. Ich habe einen Vorrat, der ist für dich. Wenn der Himmel weint, ernährt mich das. Bin ich krank, stirbt ein Dorf jämmerlich. Wer bin ich? Fluss? Den versteckten Schatz finden. Hast du die Hinweise enträtselt? Manu sagt, wir müssen ein Rätsel lösen, um den Schatz zu finden. Ich habe einen Vorrat, der ist für dich. Wenn der Himmel weint, ernährt mich das. Bin ich krank, stirbt ein Dorf jämmerlich. Wer bin ich? Meine erste Vermutung wäre Fluss. Tja. Aber was genau soll ich jetzt tun? Soll ich die Kinder irgendwie den versteckten Schatz finden? Ach so, und er ist doch in diesem Bereich hier. Ha. Bin ich krank, stirbt ein Dorf für jämmerlich. Oder ein Baum. Zugegeben, ein Baum. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da ist etwas. Ach, Brunnen. Ah, ja klar. Ein Brunnen macht auch Sinn. Das könnte was sein. Sieht aus, als wäre hier was. Katzengold und Karnevalsschmuck. Die Kinder werden es lieben. Nice. Ja, okay. So, hab Rätsel gelöst. Und, hast du was gefunden? Natürlich habe ich das. Seht mal. Wir sind reich. Moment, Moment. Wir wollten es gerecht aufteilen, also... Oh nein, es ist euer Schatz. Ich kann das nicht annehmen. Im Ernst? Absolut. Ich wusste es sofort, als ich dich sah. Das ist eine echte Heldin. Bitte, bitte, schon okay. Ich habe nur gehandelt wie jeder anständige Mensch. Danke für die Suche nach dem Schatz. Wir werden ihn Manu zeigen. Ich weiß nicht, wie du Diego und die Kinder weggebracht hast. Aber ich bin froh darüber. Jetzt können wir loslegen. Okay. Wo fangen wir an? Hier vorne.
Danke für deine Hilfe. Hoffentlich findest du Isa. Ich mache mir Sorgen um sie. Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Vielleicht zeigt dir etwas an dem Kreuz, wohin Isa wollte. Das ist ein guter Gedanke. Da ist eine Inschrift. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. Ah, das habe ich mir schon gedacht. Warum sonst ist da ein schönes Loch in der Nähe? Dem Weg des Kreuzes folgen. Tja. Es zeigt theoretisch so grob in diese Richtung. Auf die Bäume oder auch auf das Gebäude? Irgendwie so ungefähr. Dort vielleicht? Nö. Na gut. Oh. Okay. Dem Weg des Kreuzes folgen. Okay. Da ist das nächste Kreuz. Sind mehr Kreuze hier, als ich dachte. Sind mir vorher alle gar nicht aufgefallen. Krass. Ah, dort. Ich sehe noch eins. Ein gewisser Weg zeichnet sich langsam ab. Hier runter vielleicht? Dort entlang. Ha. Da ist das nächste Kreuz. Und die hier habe ich noch nicht gehisst? Nein. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. Okay. Alles klar. Bevor ich allerdings weitermache, würde ich jetzt gerne an der Stelle den Part beenden. Es wäre nämlich so langsam an der Zeit. Also gut, Leute. Dann werden wir dem Weg des Kreuzes im nächsten Part weiterfolgen. Also dann, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.